Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute zaubern wir mit Jochen Stelger, sehr unterhaltsam. Dann werden wir unsere erste Kapitänin kennenlernen und Delfine. Das geht immer. Viel Spaß! Auf unserer privaten Reise in der Karibik neulich haben wir Jochen Stelger kennengelernt. Und das war so unterhaltsam, da habe ich mir gedacht, den Beitrag bringe ich Ihnen mal mit. Bitte schön. Ich werde Sie heute auf jeden Fall verzaubern. Für mich ist es ja auch ein Hobby, was ich zum Beruf gemacht habe. Und ich möchte, dass du die Uhr einmal umdrehst, sodass du das nicht sehen kannst, und drehst so lange, wie du möchtest, ja? Dreh so lange, du möchtest, deine Entscheidung. Wie viel Uhr steht da drauf? Ich brauche wirklich die Stunde und die Minutenangabe. 11.19 Uhr und 15 Sekunden. 11.19 Uhr, ganz sicher, ja? Ich nehme das Tuch mal weg. Nehmen Sie die Uhr mal in die Hand. Und Sie sagen mir bitte, auf wie viel Uhr ist diese Uhr eingestellt? Naja, 11 Uhr. 19, es ist exakt 11 Uhr 19. Ach, den Kartentrick habe ich schon gesehen, den hat mir mein Opa schon mal gezeigt. Den Seiltrick kenne ich auch schon. Schöner ist es doch, wenn der Zuschauer aus der Show rausgeht und sagt, der hat mal Sachen gemacht, die habe ich noch nie vorher gesehen. Clemens, ich zeige dir jetzt einen Trick mit deinem Handy. Legst es einfach auf den Arm so drauf. Oh nein. Oh nein. Clemens, ich mache das ja schon eine ganze Weile. Ich bin Profi. So. Mach keinen Scheiß. Na, ach. Okay, ich bin bereit. No! Vorhin hat's super geklappt, aber richtig gut. Display ist noch heile. Ist noch heile. Und da sieht man mal, jetzt nämlich so eine Folie drauf, so eine Panzerschutzfolie. Die hat's gerettet, ja? Jetzt musst du einfach das so zur Rezeption. Die machen Tesa drum und dann geht's wieder. Ja? In manchen Situationen die Leute erstmal auf eine falsche Fährte zu locken, wo sich vielleicht der eine oder der andere denkt, ach okay, das macht er jetzt, ich habe schon verstanden, was jetzt gleich kommt. Was ist da drin? Nimm es raus. Es ist ein Dosenöffner. Super! Und im letzten Augenblick dreht sich das Rad nochmal und dann ist doch alles anders. Damit man sich nicht schneidet, ganz clever gemacht, nimm mal raus, was da drin ist. Hol mal raus, was ist das? Ist das dein Handy? Ist dein Handy? Ja! Ja. 5 Spielkarten und ich möchte, dass Sie sich eine von diesen Spielkarten merken in nur 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Ich werde mal eine Spielkarte aus diesem Spiel entfernen und zwar diese hier. Mit etwas Glück ist es genau die Karte, die Sie sich gerade nur gemerkt haben. Falls ja, habe ich Sie jetzt verzaubert. Und jetzt möchte ich Ihnen eine ganz besondere Kollegin vorstellen. Unser erster weiblicher Kapitän, oder heißt es Kapitänin? Das klären wir gleich. Nicole Langosch, bitteschön. Und ich wollte fragen, warum heißt es Frau Kapitänin und nicht einfach nur Kapitänin? Das hat sich jetzt so ergeben hier in den letzten Wochen. Ich glaube, genauso könnte ich einfach nur mit Kapitänin angesprochen worden. Aber viel einfacher ist das englische Wort Captain. Und das ist viel einfacher. Also wir können auch einfach nur Captain sagen. Hat sich denn jetzt in den letzten Wochen schon ein so ein Gefühl breit gemacht, jetzt sind Sie Kapitän? Ist das ein Unterschied zu der vorherigen Position? Ja, schon, aber eigentlich nur aufgrund dessen, dass man ständig angesprochen wird, ne? Und die Gäste kommen auf einen zu und die Kinder kommen auf einen zu und wollen natürlich gerne Fotos machen. Und ja, und von der Arbeit, natürlich hat sich der Arbeitsalltag auch etwas verändert, aber nichtsdestotrotz, das Schiffsleben ist ja das gleiche geblieben. Was würden Sie denn den Frauen, die da Interesse haben, auf den Weg geben? Also ich glaube, es ist gut, erstmal ein Praktikum zu machen, dass man wirklich erstmal schaut, wie ist denn das wirklich, wenn man mal mehrere Wochen von zu Hause weg ist und auf dem Schiff ist. Und sicherlich ist das hier bei uns erstmal nach außen hin, wirkt das alles schön, aber wir wissen ja, wir arbeiten jeden Tag und wir sind mehrere Wochen oder sogar Monate dann auch von zu Hause weg und getrennt von Freunden und Familie. Und ich glaube, mit einem Praktikum, da kann man am besten da mal reinschnuppern und ansonsten ist es ja auch ein wahnsinnig interessanter Beruf. Gleich geht's los in 3, 2, 1.
Es ist Gesprächsthema Nummer 1 und ich kann Ihnen versichern, dass alle Gäste, die jetzt hier sind, von der Woche in der Zeitung gelesen haben, wir gehen auf das Schiff, was hier in der Zeitung steht. Ich weiß. Egal, ob das Süddeutschland war oder Ostfriesland oder in Österreich, aber... Es war sogar in Brasilien in der Zeitung gestanden. Mich freut es natürlich auch, dass wenn man 10 Jahre in einem Unternehmen arbeitet und viele Crew einen mit begleitet hat und die Entwicklung miterlebt hat, dass man das jetzt zusammen auch wirklich hier miterleben kann. Mhm. Das ist wirklich schön. Ich hab ja auch eine Kabine, ich wohne auf Deck 3 mit meinen 2 Fensterchen. Und seitdem Sie hier Frau Kapitän sind, ist meine Kabine jeden Tag, wenn wir im Hafen liegen, liegt die immer im Schatten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auf der Steuerbordseite wohne. Nein. Und immer schön die Sonne haben möchte. Nein, tatsächlich ist es so, und das Schiff hat eine sogenannte Schokoladenseite und das ist hier ganz klar die Backbordseite. Unsere vorteilhafte Seite, wenn wir Proviant übernehmen zum Beispiel. Und auch im Hafen, wenn wir das ganze Gepäck an Bord nehmen. Es gibt immer dann für die eine Seite die einen Vorteile oder die einen Nachteile. Und das hat jetzt nichts mit der Sonne zu tun. Da muss ich dich täuschen. Okay. Ich möchte das mal glauben an dieser Stelle. Bitte einen großen Applaus, Frau Kapitän. Danke. Nicole Langosch. Danke, Chris. Die Kollegen aus dem TV-Team von AIDA Prima haben uns einen wunderbaren Ausflugsfilm geschickt mit ganz viel Delfinen. Viel Spaß! So, wir laufen geradeaus aus dem kleinen Hafen. Bist du gespannt? Ja, und ich hoffe, wir sehen Delfine und Wale. Das hoffen wir alle, da sind wir mal gespannt. Guck mal, Delfine. Das sind große Tümmler, die wir gerade sehen. Flipper ist übrigens ein großer Tümmler. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele sehen und auch nicht, dass das so unheimlich schön ist. Ich habe 10 Wale gesehen und 2 Delfine und gerade waren unter unserem Boot 2 riesen Pilotwale. Ich bin der König der Welt! Felicitas, die Foodbloggerin und Foodtruckfahrerin, ist auch mit uns auf dem Katamaran-Ausflug. Und wir fragen uns, was machst du hier? Suchst du Inspiration? Ich genieße einfach nur die tolle Aussicht und ich habe wirklich Delfine gesehen. So ein bisschen mein Kindheitstraum. Irgendwo zwischen Flipper und Free Willy fühle ich mich gerade. Ist mega schön. So, liebe Gäste, nachdem wir jetzt ganz viele Wale, Delfine und was nicht alles sehen, dürfen auch wir jetzt ins Wasser. Und trotz Höhenangst springe ich für Sie jetzt von diesem gefühlten 20-Meter-Turm ins Wasser. Bei 4. 1, 2, 4. Los! Na gut, ich mach's auch. Wir haben fertig geplanscht, sind wieder abgetrocknet und wo geht's jetzt hin? Zur AIDA Prima! Na prima! Und wenn auch Sie mal Delfine sehen wollen oder Wale oder Schildkröten oder fantastische Länder oder großartige Häfen, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro und hier kommt Sie in die Verlockung der Woche. Viel Spaß! Wir starten unsere Reise in Warnemünde und fahren als erstes nach Tallinn, der estnischen Hauptstadt. Es geht weiter nach St. Petersburg in Russland. Wir besuchen noch Helsinki in Finnland, Stockholm in Schweden und reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Warnemünde. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder der Woche, heute mit Musik von einer Kollegin, die eigentlich Techie ist, aber wunderbar singen kann. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche.